zusammen und herzlich willkommen zum Riegelfreitag. Ich wurde vor längerer Zeit schon mal darum gebeten, dass ich mal ein Video zu einem mache, der 2014 verschwunden ist, irgendwie in Bulgarien. Ihr habt da nachgeforscht und ich schreibe euch einen Kanal in die Videobeschreibung, weil so wie es sich verlinkt, das funktioniert anscheinend nicht. Aber gut, ich schreibe euch den Kanal einfach rein, dann könnt ihr es selber eingeben. Ja? Das ist eine, die den Kanal, wo ich reinschreibe, die hat da auch was dazu gebracht, zu dem Lars Mitternack oder Mitznack. Ja? Der ist in Bulgarien 2014 verschwunden. Und so viel ich weiß, hat er eine Entzündung im Ohr gehabt und hat trotzdem versucht heimzufliegen. Also ich habe mir die verschiedenen Videos halt angeschaut und das Wichtigste habe ich so aufgeschnappt. Auf jeden Fall hat der, so viel ich mitgekriegt habe, eine Entzündung am Ohr gehabt, weil er auf einer Party eins aufs Ohr gekriegt hat. Ne? Aus unerklärlichen Gründen, das sei alles so mysteriös gewesen. Und ja, selbst interessant ist es, am 19.09. war das, glaube ich. Am 19.09.2014 war das, glaube ich. Die Sendung habe ich sogar gesehen, wenn ich mich nicht irre. Ne? Weil ich habe früher oft Brisant angeschaut. Heute schaue ich es irgendwie nimmer an. Vor allem seit Corona ist, da bringt die bloß noch Corona. Aber gut, bleiben wir beim Lars Mitternack. Da ist am 19.09.2014 jedenfalls was kommen über den. Also wenn man Lars Mitternack eingibt in YouTube, da kommen ein Haufen Sachen über den. Ja? Jedenfalls ist der seit 2014 verschwunden und ich wurde halt darum gebeten, dass ich meine Meinung dazu sage. Ich habe mir jetzt vorgenommen, im Riegelfreitag werde ich jetzt mal so ein bisschen was dazu sagen und meine Meinung dazu sagen. Nachdem ich jetzt längere Zeit recherchiert habe und so. Also wenn der zwar... Da hat man mich natürlich gefragt, ob ich meine, dass der immer noch lebt. Also jetzt sage ich meine Meinung dazu. Wenn der 2014 verschwunden ist, ne, dann kann man sich auch nicht mehr vorstellen, dass der überhaupt noch lebt. Ne. Und die Mutter hat das sogar jahrelang immer wieder mal aufgefrischt und sogar mal in Aktenzeichen XY hat es das geschafft, das Thema reinzubringen. Ne. Und so viel ich mitgekriegt habe, Interpol sucht sogar den. Ne? Und ja, auf jeden Fall, also meine Meinung dazu, seit 2014 bis jetzt sind ja auch schon einige Jahre vergangen. Also ich kann mir das irgendwie nicht mehr vorstellen, wenn eine Person ein paar Jahre vermisst wird, dann, dass die überhaupt nochmal auftaucht. Andererseits hat ja die Mutter gemeint, ihr Sohn sei so verwirrt und der findet nicht mehr heim. Aber gut, was da dran ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe mich da zu wenig mit dem beschäftigt. Ich habe halt bloß geschaut, dass ich das Wichtigste habe. Ja, wie gesagt, Interpol sucht den und alles Mögliche. Drum war es ja auch in Aktenzeichen XY wahrscheinlich, weil die Polizei nach dem sucht. Sonst wäre das ja erst gar nicht ins Fernsehen kommen. Natürlich war die Presse gleich hinterher, ja, die neuesten Neuigkeiten in alle möglichen Zeitungen natürlich wieder rein zu bringen über den Fall. Da haben sie geschrieben, das weiß ich, da habe ich zufällig mal eine Zeitung gesehen gehabt damals, kann ich mich noch genau daran erinnern. Stand ja in sämtliche Zeitungen drin, dass der verschwunden ist, aber damals habe ich mich noch nicht so drum gekümmert, weil ich mir gedacht habe, das geht mir ja eh nicht so. Naja, aber jetzt im Nachhinein denke ich mir schon, dass das schwierig für so eine Familie ist. Aber seit 2014 ist der verschwunden, also die Hoffnung, denke ich mal, ist der jetzt nicht mehr so groß. Obwohl, die Natascha Kampusch vielleicht kennt den Fall der ein oder andere von euch. Die Natascha Kampusch, die ist ja auch nach so und so vielen Tagen wieder freikommen. Ja? Könnte natürlich sein, dass der Vermisste natürlich auch nach über 300 Tagen oder nach ein paar Jahren wieder auftaucht. Ne? Manchmal ist es ja so bei den Vermissten, dass die nach so und so vielen Jahren wieder auftauchen.
Ja, auf jeden Fall meine Meinung dazu. Die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt. Und hoffen wir mal, dass der wieder auftaucht, trotz dass er seit 2014 verschwunden ist. Der Familie wünsche ich viel Glück, und falls den jemand sehen sollte, trotz dass er so lang verschwunden ist, falls den jemand sehen sollte, einfach der Polizei sagen, und ja, vielleicht findet man ja doch noch einen Weg, den zu finden. Auf jeden Fall der Familie und der Polizei viel Glück. Falls ihr oder falls ich sehe, sagen wir es einfach der Polizei weiter, und die macht dann den Rest. Auf jeden Fall so viel dazu. Ansonsten war es das auch schon. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich wie immer abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke. Wenn ihr da draufklickt, verpasst die neuesten Videos nicht. Ihr könnt mir meine Social Media Sachen folgen. Die stehen im Bild und in der Videobeschreibung. Und wo man mir Post hinschicken kann, steht in der Videobeschreibung. Und ich schreibe euch den Kanal, den wo ich ganz gut finde. Die YouTuberin verlinke ich euch in der Videobeschreibung, die wo ich gut finde, die wo das ganz gut gebracht hat, da wo ich mich ganz gut informiert habe über das Ganze, schreibe ich euch in die Videobeschreibung, weil verlinken kann ich es nicht. Aber ich schreibe es euch rein, und in die Kommentare schreibe ich euch den Kanal auch nochmal. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen restlichen Abend. Habe die Ehre, wir sehen uns morgen zu Max grüßt.